Der oberste Verfassungsrichter Deutschlands AD, Hans-Jürgen Papier, hat jetzt der Bundesregierung massive Vorwürfe gemacht. Die Rechtsbrüche bzw. die Häufigkeit, wie oft die Ampel an der Verfassung herbeiregiert, die kann man mittlerweile wirklich gar nicht mehr zählen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und oft geht es ja in meinem Video darum, dass Experten aus verschiedenen Bereichen, egal ob in der Wirtschaft oder eben aus dem Rechtsbereich, die Politik unserer Ampelregierung eben zerlegen oder in irgendeiner anderen Art und Weise kritisieren. Aber das heute jetzt hier ist ein Sonderfall. Das, was dieser Hans-Jürgen Papier hier macht in diesem Interview mit der Welt, ich zitiere mal kurz: Das Asylrecht dient zweckentfremdet als Türöffner für illegale rechtswidrige Migration. Das kommt eigentlich einer Vernichtung der kompletten Politik der Ampel bei. Das ist unfassbar. Man muss sich mal vorstellen, dieser Mann ist nicht irgendjemand. Er ist der oberste Verfassungsrichter, der Präsident des Verfassungsgerichts gewesen, ja. Und zwar von 2002 bis 2010. Man sollte also zuhören, wenn dieser Mann etwas zu sagen hat. Hören wir also mal kurz zu und ich lese euch mal einfach ein paar Sätze aus dem Interview vor. Es ist ganz offensichtlich so, jetzt geht es erstmal ganz kurz um das Thema Verfassungsbruch beim Nachtragshaushalt und so. Und später geht es dann noch um Innenministerin Faeser und Asylrecht. Also, es ist ganz offensichtlich so, dass man mit dem Institut des schuldenfinanzierten Sondervermögens die Schuldenbremse des Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz aushebeln wollte. Also er wirft sozusagen der Bundesregierung nicht nur ein inkompetentes Handeln vor, sondern sogar ein bewusstes, ja, ein quasi nicht einfach nur fahrlässiges, sondern mutwilliges Brechen der Verfassung vor. Es ging von vornherein darum, diese Kreditermächtigung erst später wirksam werden zu lassen. Also nicht in dem Jahr, für was zum Beispiel eine Notlage oder so ausgerufen wurde. Sich also gewissermaßen eine Verschuldungsmöglichkeit auf Vorrat zu basteln. Das war eine auch in meinen Augen von vornherein unzulässige Manipulation am Haushaltsverfassungsrecht. Und es geht noch weiter. In den anderen Fällen hat man davon abgesehen und stattdessen versucht, sich eine Kreditermächtigung auf Vorrat über trickreiches Verhalten zu schaffen. Und jetzt kommt's: beim Klima- und Transformationsfonds zu allem Überfluss auch noch rückwirkend. Also es gibt eigentlich bei diesem ganzen Verfassungsbruch mehrere Verfassungsbrüche. So viel erstmal zum Thema wir demokratischen Parteien und so weiter. Das jährliche Haushaltsgesetz ist Ausdruck eben dieser Staatsleitung durch das vom Volk gewählte Parlament. Kreditermächtigung auf Jahre im Voraus zur Umgehung der Schuldenbremse sind eine Aufweichung dieses Prinzips. So, und jetzt gibt es ja auch, wir werden heute Abend wieder einiges zu sehen haben. Ich weiß nicht, was ihr heute Abend macht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das die ganze Zeit antue. Ich habe keine Ahnung, aber irgendjemand muss es tun. Ich werde mir heute Abend wieder die Anne-Will-Sendung hier anschauen. Und dort gibt es dann wieder solche Leute wie Marcel Fratscher beispielsweise, der Ökonom, der schon lange dafür plädiert, die Schuldenbremse und so weiter auszusetzen. Ja, jetzt muss man sagen, Herr Fratscher hat zwar von Ökonomie, von tatsächlicher Ökonomie, von Wohlstandsgenese und so wenig Ahnung, aber vom Recht hat er natürlich noch weniger Ahnung. Und deswegen sollte er mal kurz zuhören, wenn jetzt hier der ehemalige oberste Verfassungsrichter über Leute wie ihn sagt, all jene, die dafür plädieren, die Schuldenbremse und damit die finanzpolitische Generationengerechtigkeit
wieder aufzugeben, stellen sich der verfassungsrechtlichen Stärkung der Nachhaltigkeit entgegen. Er spricht hier nämlich auf einmal um Nachhaltigkeit. Und da ist es genau richtig. Die ganzen Grünen, die ja gerade den Parteitag und so weiter halten und immer über Nachhaltigkeit und so weiter sprechen, die wollen uns weismachen, dass kontinuierliches und ständiges Schuldenmachen in irgendeiner Art und Weise nachhaltig wäre. Da kommt mir die Galle wirklich hoch. Man weiß eigentlich, seit fast 10, jetzt geht's ums Asylrecht, ja. Man weiß, dass seit fast 10 Jahren, dass das Asylrechtssystem sowohl in der Europäischen Union als auch auf nationaler Ebene, jedenfalls so wie es gehandhabt wird, untauglich ist, die Krise zu bewältigen. Und jetzt kommt's. Der Bevölkerung, also euch, war das immer weitgehend bewusst. Also seit dieser ganzen Entwicklung ab 2015. Die Politiker aber haben das Problem lange Zeit verdrängt, verschwiegen, schlicht vor sich hergeschoben. Und das rächt sich jetzt. Und jetzt stellt man sich immer die Frage, warum haben die Politiker sich dieses Problem vorhergeschoben? Weißt du, keiner kann von sich behaupten, er sei fehlerfrei. Jeder Mensch von uns macht Fehler. Aber dass man so etwas so lange verdrängt und verschweigt, und zwar durch die eigene Ideologie getrieben, zeigt ja einfach nur, dass man eben nicht die Politik macht, für die man vom Volk gewählt wurde, sondern weil man sich selbst über dem Volk sieht in dieser Politik. Man denkt sich, wir machen das so, weil wir es gut finden, und das, was die Bevölkerung eigentlich will, das setzen wir nicht um. So viel zum Thema wir demokratische Parteien. Jetzt fragt ihr die Welt am Sonntag, aber die Bundesinnenministerin, also Nancy Faeser, sagt doch, wenn eine Person an der Grenze um Asyl bittet, dann muss der Asylantrag in Deutschland geprüft werden. Das ist eine klare rechtliche Verpflichtung. Zurückweisungen von Asylsuchenden nach Österreich, Tschechien oder Polen sind demnach nicht möglich. Teilen Sie diese Rechtsauffassung? Dazu sagt der ehemalige oberste Verfassungsrichter Deutschlands, nein. Nein, Frau Faeser. Dem habe ich schon 2015 und 16 widersprochen. Das ist so ein Narrativ, das die Politik sich angeeignet hat, dass jedem Mann oder jeder Frau auf dieser Welt die Einreise in die Bundesrepublik zu gestatten ist. Die überwiegende Auffassung der Politik und auch der Rechtspraxis besagt, dass mit der Anzeige, man werde einen Asylantrag stellen, die Einreise legal vollzogen werden kann. Aus dem damit verbundenen vorläufigen Aufenthaltsrecht wird dann faktisch oder auch aus Rechtsgründen vielfach ein Aufenthalt von unüberschaubarer Dauer. Das Problem dabei, es handelt sich vielfach um illegale, rechtswidrige Migration, für die das Asylrecht zweckentfremdet als Türöffner dient. Jeder einzelne Satz von diesem Mann ist wie aus der Pistole geschossen, ja, wie ein historisches Zitat. Der Paragraph 18 Absatz 2 des Asylgesetzes der Bundesrepublik Deutschland besagt, dass Personen die Einreise zu verweigern ist, wenn sie aus einem sicheren Drittstaat einreisen. Dazu gehören um Deutschland herum eben alle EU-Staaten und auch die Schweiz. Deutschland ist also ausnahmslos von sicheren Drittstaaten umgeben. Man hat nun Grenzkontrollen eingeführt, doch was nutzen die, wenn man sie nicht zurückführen kann? Ja, das ganze Interview extrem lesenswert. Und das muss man sich jetzt mal überlegen. Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen alleine mitgezählt habt, wie oft die Ampelregierung die Verfassung gebrochen hat. Also ich bin bei mittlerweile mindestens 4-mal in der Regierungszeit. Und ja, zum Glück gibt es immer wieder auch, das ist auch für mich eine Bestätigung, wenn ich immer mir so die Dinge, die man sich eigentlich logisch erklärt, mit einfach ganz normalem Hausverstand, wenn das dann bestätigt wird von solchen Leuten und Experten, die wirklich von der Materie Ahnung haben und ihr ganzes Leben lang sich mit dem Recht und dem Gesetz beschäftigt haben, ja, dumm nur, wenn die Politik eben dieses Recht, dieses Gesetz nicht umsetzt, dann stellt man sich irgendwann die Frage,
Akzeptiert die Bundesregierung eigentlich die Verfassung noch und funktioniert eigentlich die Gewaltenteilung noch?